Ein herzliches Willkommen zu Black Sails, das Geisterschiff. Mit dabei ist Malkondo. Hallo. Hallo, ja. Oder auch Hallo. Ja, ist auch sehr gut. Ja, neues Spiel, neues Glück. Ein neues Adventure. Ein neues Adventure. Als Ersatz für The Raven. Genau, ein sehr kurzes Adventure oder ein kürzeres Adventure als The Raven. Aber sehr cool von der Story her. Ich kenne das Spiel nun schon. Ich habe dazu mal vor Jahren eine Lösung geschrieben. War für unsere Webseite damals noch. Genau, die ist auch noch dort zu finden. Ja, stimmt. Die habe ich noch drinne. Stimmt. Malkondo kennt das Spiel nicht. Also stückchenweise vielleicht vom Zugucken, aber... Ja, aber auch wirklich nur schemenhaft sozusagen. Also bitte nichts verraten. Ja, es kann ja durchaus sein. Es wird vielleicht ja der ein oder andere kennen, das Spiel. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, oder? Von mir aus? Ich warte nur darauf, ich bin schon ganz heiß. Geht los. Es war der 4. Januar 1884. Mein Schiff war unterwegs von New York nach Portugal, als es zu der Kollision kam. Auf einmal ging alles unglaublich schnell. Mich im Wasser wieder, zusammen mit einem anderen Passagier. Wir klammerten uns an ein Stück Holz, aber unsere Kräfte ließen nach. Doch plötzlich wurde die See still. Totenstill. Vor uns im Nebel sehen wir ein Segelschiff. Niemand antwortet unseren Rufen. Doch wir müssen einen Weg an Bord finden. Wird dieses Schiff unsere Rettung sein? Oder unser Grab? Verdammte Sturm. Wo sind wir? Das scheint die Kapitänskajüte zu sein. Aber wie sieht es denn hier aus? Hallo? Was haben Sie vor? Es kann ja nicht schaden, wenn wir uns erstmal etwas umsehen. Schlecht. Hey, was machen Sie da? Reg dich nicht so auf. Wie bitte? Solange wir die Besatzung nicht kennengelernt haben, sollten wir für alles bereit sein. Sie können doch nicht einfach irgendwelche Sachen mitgehen lassen. Mal nicht so förmlich. Sag Lex zu mir. Lex, ich bin Anna. Siehst du? Geht doch. Wir sollten jetzt... Vergiss erstmal das Wir, ja? Tu, was du willst, aber lass mich damit in Ruhe. Schon bemerkt, dass das alles uns beide gleichermaßen betrifft? Schon bemerkt, dass du mir auf die Nerven gehst? So, jetzt dürfen wir endlich. Okay, jetzt zunächst einmal, bevor du jetzt irgendwas machst, erklär mir mal bitte, was das für weiße Streifen da im Hintergrund sein soll. Das soll doch kein Wasser sein, oder? Das ist Wasser, was darunter läuft, ja. Wieso kommt da so viel Wasser rein? Wo kommt das her? Das weiß ich nicht. Denn das ist doch oben, oder nicht? Ja. Da müsste ja im Prinzip das Wasser vom Deck runterlaufen. Keine Ahnung. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Okay. Ja. Also, bedenke, dass dein Verhalten in Gesprächen einen nachhaltigen Einfluss auf die Reaktionen anderer Personen im Spiel hat. Also, man kann da tatsächlich ein bisschen Einfluss drauf nehmen, wie sich das Ganze entwickelt. Mhm. Ja. Ich würde gerne den patzigen Weg einschlagen. Okay, ja, du spielst. Ja.
Was sagen wir dem denn jetzt? Sollten sie nicht miteinander auskommen? Nein. Wenn du dich so dämlich verhältst, dann... Wenn du dich genauso dämlich verhältst, wie deine Manieren es versprechen, haben wir ein echtes Problem. Gefällt dir nicht, wie ich mich verhalte? Suchst du Ärger? Wenn es sich nicht vermeiden lässt? Du solltest nicht vergessen, wer hier der Stärkere ist. Ich habe meine Tasche verloren. Was? Meine Tasche. Da sind Dinge drin, die sehr wichtig für mich sind. Als ich ins Wasser gesprungen bin, hatte ich sie noch um meine Schulter. Dann solltest du das nächste Mal vielleicht besser auf deinen Kram aufpassen. Du hast nicht gesehen, ob sie vielleicht... Nein, was gehen mich deine Sachen an? Ich kann mich nicht erinnern, dich während der Überfahrt gesehen zu haben. Ich kann nicht behaupten, unter Deck deine Gesellschaft vermisst zu haben. Naja, wie auch immer. Ob sich noch andere gerettet haben? Vielleicht sind sie in die Boote gekommen. Ich war etwas sehr damit beschäftigt, mich an dem Holz festzuklammern, während uns der Sturm durch die Gegend gewirbelt hat. Was interessiert mich, was aus den anderen geworden ist? Ich lebe. Und ich bin hier erstmal in Sicherheit. Warum ist unser Schiff so schnell gesunken? Ich habe keine Lust, meine Vermutungen mit dir zu teilen. Mich würde wirklich interessieren, was da geschehen ist. Das merke ich. Sind voll nett, ne? Der Typ ist echt ganz schön, dreist. Aha. Was ist das hier für ein Schiff? Nach was sieht das wohl aus? Wir Seeleute nennen das eine Brigantine, ein Transportschiff. Aber irgendwas ist komisch an diesem Schiff. Wie meinst du das? Ich bin mir nicht sicher. Es sieht aus, als wäre es aus ganz unterschiedlichen Teilen zusammengezimmert. Sieh dich doch mal um. Es ist irgendwie schräg. Du scheinst dich ja gut mit Schiffen auszukennen. Mehr als du, so viel ist klar. Ich dachte, unser Schiff hätte wegen des Unwetters weit ab der Handelsrouten verkehrt. Wie können wir hier auf ein Transportschiff stoßen? Was verstehst du schon von Handelsrouten? Wenn es beim Kapitän in der Kabine schon so aussieht, will ich gar nicht wissen, welche Unordnung in den Mannschaftskabinen herrscht. Nicht so voreilig. Vielleicht hält der Kapitän das für den besten Weg, seine Reichtümer zu verstecken. Reichtümer? Wovon redest du da? Ich werde mich etwas umsehen und komm mir nicht in die Quere. Wohin warst du eigentlich unterwegs? Meinst du vielleicht, ich wäre woanders von Bord gegangen als du? Selbstverständlich Europa. Natürlich. Aber was wolltest du dort? Was wolltest du denn dort? Ich verfasse Berichte für Tageszeitungen zu Hause in New York. Und ich sollte über Spanien schreiben, weil deren Kolonien in der neuen Welt... Ach, schon gut. Interessiert mich eigentlich alles nicht. Du hast noch nicht gesagt, was du in Europa willst. Ich habe dort was zu erledigen. Wie meinst du das? Hey, ich bin keine deiner Reportagen. Verstanden? Schon gut. Reden wir später weiter. Ich bitte darum. Der Typ geht mir jetzt schon auf den Nerv. Verschlossen. Ach du Scheiße. Bist doch so ein Held, dann mach die doch auf. So, jetzt dürfen wir uns bewegen. Endlich. Okay. Gibt's hier Hotspots? Ja, die gibt's. Alles noch ein bisschen frische Luft. Da draußen ist das Schiff gesunken, mit dem wir eigentlich nach Europa wollten. Irgendwo da draußen ja, ist das Schiff gesunken, schon. Mit dem wir eigentlich nach Europa wollten. Gucken wir uns die anderen Fenster nichts auch nochmal an. Nichts als Ozean. Ja. Nichts als Ozean. Okay. Nichts als Ozean. Also nichts als Ozean. Jetzt wissen wir es, glaube ich. Ne? Ich glaube, jetzt haben wir es kapiert. Offen ja. Und leer. Ein Gute-Nacht-Trunk für den Kapitän? Die ist offen und leer. Ein Gute-Nacht-Trunk für den Kapitän? Scheinbar. Willst du die nicht mitnehmen? Nö. Bett. Alt und dreckig. Da legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. Alt und dreckig. Ja, ich würde sagen, die sagt, glaube ich, legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. Nichts anderes. Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Erstmal hier hinten noch gucken. Muss sagen, also, ich weiß fast nichts mehr. So vielleicht auch ganz gut so. Ja. Die Wäscheleine führt hinter die Wand und ist mit einem Balken verknotet. Das Seil führt hinter die Wand. Aha. Ich kann den Knoten nicht mit bloßen Händen lösen.
Was ist denn das da hinten für ein Loch in der Wand? Das weiß ich nicht, gucken wir gleich. Mit Lex will ich jetzt erstmal nicht mehr reden. Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Mhm. Da ist eine Truhe mit Zahlenschloss. Die Truhe ist mit einem dreistelligen Zahlenschloss gesichert. Ja, erste, zweite, dritte, das können wir vergessen. Okay. Die weiß ich nämlich nicht mehr auswendig. Naja, ich könnte ja mal eben in eine Lösung von dir gucken. Wir gucken uns jetzt erstmal hier die Wand an und das Loch. Eine Holzwand mit einem Astloch. Man sieht ja, dass dahinter was ist. Die dünne Holzwand wird auf der anderen Seite von irgendetwas blockiert. Ja, sieht so aus. Die dünne Holzwand wird auf der anderen Seite von irgendetwas blockiert. Okay. Das Blöde ist, man kann es nicht abbrechen. Was, wenn die was erzählt, oder was? Ja, hier ist auch ein Loch im Boden. Stimmt. Haben wir noch Kisten? Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Das war wohl nix. Oh, hier haben wir auch noch Kisten. Sehr vertrauenerweckend sieht diese Konstruktion nicht aus. Die Seile knarren bedenklich. Ach, solange es nur knarrt. Das ist hier Schreibtisch. Ich gucke erstmal mal hier hinten rum. Die Tür ist verschlossen. Das hilft mir leider nicht. Ja, ist ja gut. Das Bild hängt ziemlich schief an der Wand. Ich sollte mir das mal genauer ansehen. Oh, ich kann endlich mal was nehmen. Mal sehen, was es mit dem Bild auf sich hat. Alle Gegenstände im Inventar können durch Ziehen auf die Lupe näher untersucht werden. Manche Gegenstände geben so weitere Geheimnisse preis. Okay. Die haben wir hier oben, die Gegenstände. Wird die Leiste dann länger, wenn du mehr Sachen hast? Ja, ich glaube ja. Hinter dem Bild ist ein kleiner Schlüssel versteckt. Ui. Na, wofür der wohl ist? Für die Tür vielleicht? Wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Was machst du da? Das würde sich gut an. Ich habe einen Schlüssel gefunden und dachte, der könnte vielleicht in die Tür passen. Ist wohl nicht der Fall, hm? Und vielen Dank für deine Unterstützung. Ich weiß sowieso nicht, warum du so eilig hast, die Besatzung zu suchen. Hier kann uns doch nichts mehr passieren. Wie sieht dein Plan aus? Willst du einfach hier abwarten? Hast du vielleicht einen Plan? Meiner Meinung nach sollten wir die Gunst der Stunde nutzen und uns hier noch ein wenig ungestört umsehen. Das kann nicht dein Ernst sein. Sehe ich aus, als hätte ich einen Witz gemacht? Nee, nicht wirklich. Das ist ein, ein blöder Typ. Da treffen ja Welten aufeinander. Ja. Ist das vielleicht der Kapitän? Vielleicht. Ein Bild von einem großen Schiff mit weißen Segeln. Auf dem Bild ist ein großes Schiff in einem Hafen zu sehen. Ja, das sehen wir auch. Der Kapitän scheint ein Faible für Segelschiffe zu haben. Ein Faible. Das Porträt einer schönen Frau. Sonst können wir nichts damit machen? Nee. Ein Taucherhelm. Das alte Ding schaut mich an. Übel. Oh, Zettel. Den Zettel nehme ich mit. Gegenstände im Inventar können sowohl mit Objekten in der Welt als auch mit Gegenständen im Inventar selbst kombiniert werden. Gut, da wollte ich nicht hin. Die üblichen Adventure-Regeln. Genau, hier haben wir einen Bücherhaufen. Seltsam. Ich spüre einen leichten Luftzug. Vielleicht ist hinter den Büchern etwas. Nein. Tatsächlich. Hinter den Büchern befindet sich ein Lüftungsgitter. Ich werde nicht mehr. Das Lüftungsgitter ist fest verschraubt. Da kommen wir aber vielleicht raus. Alle Handschmöker. Ja, wäre eine Möglichkeit. Jede Menge dicker Wälzer. Das Blöde ist irgendwie, dass die Hotspots hier bleiben und sagen einem immer das Gleiche dann. Ja, also die verschwinden nicht. Du kannst auch nicht mit der rechten Maustaste dann klicken oder sowas, ne? Und nein. Dass das was anderes ist dann? Nein, also dann... Geht nur mit der linken. Genau. Interaktion, ja. Ja. Sie hat kein Docht und kein Brennstoff. Sauerei. Sie hat kein Docht und kein Brennstoff. Oh, hier ist ein Korkenzieher. Irgendetwas sollte ich damit öffnen können. Eine Flasche? Da, eine Portweinflasche. Auch leer. Da hat jemand den Alkohol immer in Reichweite. Ein Tintenfass? Die Tinte ist getrocknet und die Feder sehr brüchig.
Bild. Auf dem Bild ist eine schöne Frau zu sehen. Sie sieht einsam aus. Ja, die ist ja auch alleine da drauf. Oh, guck mal hier, das können wir aufmachen. Die Schublade ist verschlossen. War wohl nichts dafür, den kleinen Schlüssel. Die Schublade ist verschlossen. Gucken wir mal. Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Yay! Was ist das? Was soll denn das jetzt werden? Warst du nicht diejenige, die einen Aufstand gemacht hat, weil ich was eingesteckt habe? Ich suche nach einem Weg, diese Tür zu öffnen. Du willst was stehlen. Kann man das vielleicht vergleichen? Vergleich doch, was du willst. Das ist ein Typ, ey. Ja, der ist schon krass. So, da haben wir einen Zettel. Den Zettel nehme ich mit. Den gucken wir uns jetzt mal an. Das ist ein Notizzettel, auf den einige Zahlen geschrieben wurden. An manchen Stellen wurden Löcher hineingeschnitten. Aha. Ja, das Schöne ist, ich weiß, wofür die Löcher sind. Ah. Das ist ein Foto eines kleinen Mädchens. Die Brandlöcher haben es jedoch unkenntlich gemacht. Das ist ein übles Bild, ne? Ja, das ist richtig fies. Ja, finde ich auch. Und da sehen wir schon die erste Zahlenkombination. Mhm. Die passt aber nicht. Wir gucken hier erst noch die rein. Die Schublade ist verschlossen. Jan, schließe doch auf. Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Boah. Ich werde nicht mehr. Was ist das denn? Bücher. Das sind eine Menge Bücher. Die scheinen auf dem Bücherregal keinen Platz mehr gefunden zu haben. Okay, da ist wohl nicht mehr. Hier haben wir auch noch eine Schublade. Die Schublade hat keinen Griff und scheint ziemlich schwergängig zu sein. Dann nimm den Korkenzieher. Und schon hat die Schublade einen Griff. Das jetzt war schlau, ne? Aha. Wahnsinn. Da haben wir auch noch einen Zettel. Den Zettel nehme ich mit. Den gucken wir uns jetzt das auch nochmal an. Das ist ein Zeitungsartikel. Es sind mehrere Zahlen darauf geschrieben worden. Hm. 2, 6. Ist ja übel. Okay, wir können jetzt das Zahlenschloss, glaube ich, öffnen. Wenn ich die Blätter übereinander lege, jetzt sind nur noch 3 Zahlen übrig. Genau. Jetzt können wir uns das nämlich angucken. 3 Zahlen in den Löchern. 8, 6, 3. Alles klar. Ich finde dieses Bild total heftig. Also. Das ist übel. Ja. Und dann können wir jetzt auch die Truhe öffnen. Okay. Acht, sechs, drei. Mhm. Sehr gut, die Kombination hat gestimmt. Mal sehen, was die Truhe zu bieten hat. Was? Wie hast du das Schloss aufbekommen? Der Kapitän scheint eine Vorliebe für Knobeleien zu haben. Die Kombination war auf Notizblättern verteilt. Mit einer Brechstange wäre das sicher schneller gegangen. Du würdest mit einer Brechstange wahrscheinlich das ganze Zimmer auseinandernehmen. Hey, sei nicht so vorlaut. Ach, egal. Ich hoffe mal, du rufst mich, wenn du was Wertvolles findest. Klar, natürlich. Natürlich. Auf jeden Fall. Was sonst? Da ist ein Brief. Dieses Jahr wird es gelingen. Ich fühle es mit jeder Ader. Die Geschäfte laufen gut. Noch sind es sicher 12 Überfahrten, die ich zu erledigen habe. Vielleicht 15. Es sei denn, ich finde noch ein paar gute Zusatzverdienste, wie zuletzt. Wenn ich das nächste Mal an eure Pforte klopfe, wird dein Vater keinen Grund mehr haben, mich abzuweisen. Hab Geduld, Charles. Okay. Mhm. Den können wir auch nicht mitnehmen, aber das Rasiermesser nehmen wir mit. Hoffentlich schneide ich mich damit nicht. Ja, besser ist. Da auch ein Amulett. Ein seltsames Amulett. Sah aus wie ein Schlüssel. Das können wir uns das mal angucken. Amulett sieht fast wie ein Schlüssel aus. Ach echt? Das kommt überraschend. Ja. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Aber ich glaube, wir machen erst den Knoten auf. Ach, okay. Das sollte mit dem Messer gehen. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Oh. Was ist? Dann probiere ich das mal aus. Ich erinnere mich nicht mehr. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wand. Jetzt fällt das Ding bestimmt auf sie drauf. Ja, bestimmt. Doch nicht. Wie hast du das angestellt? Lass mal sehen.
Der Fuchs hat sich eine geheime Kammer gezimmert. Und dahinter ist... Was ist das eigentlich? Vielleicht lässt sich hier etwas finden, um die Tür aufzubekommen. Die Rohre führen in den Boden hinein. Vermutlich in den Laderaum. Was zur Hölle haben die da unten reingebaut? Vielleicht sollten wir den Kerlen gar nicht erst über den Weg laufen. Bist du immer so negativ? Du machst dir anscheinend keine Vorstellung davon, zu was eine Mannschaft alles fähig sein kann, die solche Geheimnisse versteckt. Vor allem, wenn man in diesen Geheimnissen herumschnüffelt. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir eine Wäscheleine, die können wir einstecken. Oh, so eine Riesenleine. Kann man für vieles benutzen. Ist ja nur ein kleines Ding, ne? Ja, ja. Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit dem Gas wird wohl das Schiff beleuchtet. Vor allen Dingen bei der ausladenden Hose, die sie hat. Okay. Da strömt Gas aus der Maschine. Ich sollte besser einen Behälter in die Einlassung stellen. Ja, der geht ja nicht. Der ist ja defekt. Okay, was haben wir hier noch? Eine Harpune. Die können wir auch einstecken. Ab in die Hosentasche. Kannst du dem Typen welche mit überbraten? Ja. Hier ist doch das. Diese alten Rohre sind sehr groß. Die Rückstände auf ihnen lassen darauf schließen, dass sie undicht sind. Ja, das ist nicht so schön. Ich würde jetzt aber mal versuchen, mit dem Schlüssel, den wir haben, die Tür aufzumachen. Nee, nicht da lang. Da lang. Weil ich mir das nicht vorstellen kann. Das wäre zu einfach. Zu einfach? Das Amulett hat zwar die Form eines Schlüssels. Zum Aufschließen eines normalen Schlosses ist es aber nicht geeignet. Ich denke eher... Nur mit einem Seil kann ich das Schloss nicht abreißen. Jetzt habe ich eine Art Anker. Der Anker ist an der Tür befestigt. Sag mal, was machst du da überhaupt? Ich versuche, hier rauszukommen. Interessanter Versuch. Seefahrt schlägt dir wohl auf den Magen. Wart's nur ab. Ja, jetzt brauchen wir das Ding. Das hilft mir leider nicht. Ich sollte etwas anderes versuchen. Ach so, verdammt, ich habe das ja im Inventar schon. Schmeißen wir das Ding. Die sind schon ziemlich alt. Eine der wenigen noch lesbaren Überschriften berichtet von verschleppten und ermordeten Kindern in Laches do Pico. Ja. Den Anker schmeißen wir raus. Also das ist ja wohl die blödeste Idee, die ich jemals... Oh. Hättest du mir einfach geholfen, das Schloss aufzubrechen, wäre das erheblich schneller gegangen. Ja, so, das Schloss ist offen. Wir können also raus. Yes. Cool, ne? Interessant, interessant. Da konnte ich mich noch dran erinnern. Hab mir ja gemerkt, wie schnell ich das zusammen hatte. Die Tür ist offen. Ja. Suchen wir den Kapitän. Moment noch. Was ist denn? Ich habe das Logbuch noch nicht ganz gelesen. Und hier liegen noch einige Papiere rum. Du meinst, du hast noch nicht genug Beute gemacht? Ist das vielleicht dein Problem? Mir reicht's. Ich gehe. Das tust du nicht. Du bleibst hier. Lass mich los! Ja, ist der Typ jetzt tot? Cool. Lex! Ah! Das wollte ich nicht. Ich kann nicht atmen. Meine Rippen. Ich glaube, es sind welche gebrochen. Du blutest. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Jo. Übel. Du bist selbst schuld. Ist das jetzt vielleicht wichtig? Vielleicht lernst du ja was draus. Werd's mir hinter die Ohren schreiben. Ich... Reiß dich zusammen. Du musst wach bleiben. Ich glaube, mich hat es wirklich schlimm erwischt. Vielleicht gehe ich drauf. Die Kisten. Du musst sie irgendwie von mir runterbekommen. Gut, vielleicht kann ich sie ja einfach runterheben. Beeil dich, verdammt. Schlaf nicht ein. Ich werde es einfach mal versuchen. Ich werde mich bemühen. Ein Klick auf das Aufgabensymbol am unteren linken Bildschirmrand zeigt, welche Aufgaben gerade gelöst werden müssen. Aber Lex muss noch warten bis zum nächsten Part. Also muss er 48 Stunden mindestens da liegen bleiben. Er muss jetzt warten, ganz einfach. Tja, da muss er dann wohl durch. Wer so rumpumpt, hat es nicht anders verdient. Gut, dann bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Tschüss.